Ah, jetzt bin ich mit deinem Moody. Und der kann aber auch nur den einen Zauber leider. Oh, hier ist noch ganz viel Geld. Das nehmen wir mit und dann machen wir uns mal auf und folgen der Story. Grill Pause 12. Wären wir dann auch direkt im Ministerium für Zauberei. Denn Harry hat natürlich außerhalb der Schule gezaubert, was er nicht darf. Und deshalb muss er jetzt zu einer Verhandlung. Muss sich eigentlich alle darüber gewundert haben, weshalb man wegen eines simplen Falls von minderjähriger Zauberei ein ganzes Strafverfahren abhalten muss. Ich glaube, das war jetzt sogar fast perfekt das, was die im Film gesagt haben. Arthur Weasley kann blaue Lego-Objekte reparieren, genau. Er bastelt ja gerne, für alle, die Bücher gelesen haben. Im Film wird das, glaube ich, selten erwähnt. Oder glaube ich gar nicht. Und der bastelt ja gerne aus Muggelzeug irgendwelche zauberhaften Sachen. Und deswegen kann er blaue Dinge reparieren, beziehungsweise... Ja, die werden dann so verzaubert. Hier fliegt überall Geld rum. Wir versuchen alles Mögliche einzusammeln. So, was haben wir uns denn da schön halt rausgeholt? Ah, ein Kalmiten. Genau. Das heißt, Flohpulver benutzen. Da sind wir. Ganz nützliche Verbindungsmöglichkeit von Zauberern, das Flohpulver. Damit kämen wir durch verschiedene Kamine durch. Ich gebe jetzt einfach mal so ein bisschen zwischendurch das Wissen rein, was ich so habe von den Filmen, von den Büchern. Natürlich alle gesehen und auch alle gelesen. Deswegen kann ich auch vielleicht hier und da ein paar Zusatzinformationen geben. Falls... Bock. Falls hier in dem Spiel etwas fehlt oder nicht verständlich ist, weil einfach nicht gesprochen wird. Wie schön. Da hinten müssen wir also durch. Aber ich war hier noch nicht fertig. Da haben wir noch einen Stuhl, den ich umdrehen kann und hier noch so ein Dingens, was ich anschießen kann. Was mir Geld gibt und da vorne waren noch Lampen über dem Kamin. So. Kleingeld aufsammeln. Und dann gucken wir mal hier. Oh, das sieht echt schön aus. Ja, der Typ da vorne, den ihr seht, mit dem Fragezeichen im Kopf. Mit dem können wir momentan leider auch noch nichts anfangen. Denn der müsste mit einen Zauber belegt werden, den ich jetzt noch nicht preisgebe. Da wird das euch mal überraschen. Ich glaube, nur mit so einem Zauber habt ihr nicht gerechnet, dass man so einen Zauber hier im Spiel zaubern kann. So. Dann sammeln wir erstmal Geld hier ein, bevor wir irgendwas Wichtiges machen. Natürlich immer da gucken, wo man nichts sieht. Also, ne, das ist eine falsch, na, immer da hingehen, wo man nicht sehen kann, ob da was liegt. Denn da wird meistens was steckt. Wie so zum Beispiel hier hinter. Hier wird meistens Geld
versteckt und meistens echt viel. So, und da haben wir noch so ein paar von diesen drehenden Dingern. Für alle, die sich momentan schon gefragt haben, was ist denn das da oben für eine Leiste? Das ist eine wahre Zaubererleiste. Die füllt sich mit der Zeit, wenn wir Geld sammeln. Und wenn die komplett voll ist, erhalten wir einen goldenen Stein, wovon es hier in diesem Spiel 200 Stück gibt. Also ich meine, man muss ja nicht übertreiben, ne? 200 Stück, Leute. Ein paar mehr hat es auch getan. So, hier ist ein bisschen Geld. Dann lassen wir den Flieger mal fliegen. Und bock. Mach bitte das Tor auf uns. Nee. Dann folgen wir mal dem blauen Geisterpfeil. Und wir sind auch schon bei den Aufzügen, beim Raum der Aufzüge. Also schon gehört, was zum Reparieren ist, aber erstmal gucke ich hier natürlich überall rein, ob hier Geld ist, und mach Licht an, denn das ist relativ wichtig. Und das ist es im wahrsten Sinne in diesem Spiel. Denn ich finde, also ich habe das Spiel an der Wii schon einmal gespielt. Und da ist es sehr dunkel gewesen an einigen Stellen. Und ich weiß nicht, wie das hier ist. Also an manchen Stellen, vor allem nachher beim siebten Teil, ist das Spiel verdammt dunkel. Mal gucken, ob wir dann vielleicht die Helligkeit hochdrehen müssen. Ja, das sagen wir dann nochmal, wenn wir dann da angekommen sind. Jetzt müssen wir erstmal hier das Tor reparieren. Denn wir wollen ja auch Aufzug fahren. Hupsala. Gut. Ein Koffer. Was haben wir da drin? Die Kröte, die der Zauberer hier vermisst hat. Was gibt es dafür? Dass ich eine Charakter mag, wo ich nicht drankomme. Kaboom. Und was ist das? Ach so, das ist für den Aufzug. Damit wir hier losfahren können. Und das machen wir auch mal direkt. Denn dann geht's weiter zu Harrys Verhandlung. Und drehen wir an. Und damit haben wir das erste Level erfolgreich abgeschossen, das freie Spiel freigeschaltet und Dudley im grauen Oberteil. Wir sind leider kein wahrer Zauberer geworden. Boah, 95%. Ja. Und wir haben insgesamt 114.000 Stutz gesammelt. Also 114.000 und 210. Genau. Und wir bekommen einen goldenen Stein. Yay. Und wir machen weiter mit der Story.
Und da sind wir in der Winkelgasse angekommen, was hier Dreh- und Angelpunkt des ganzen Spiels ist. Das freie Spiel. Wir haben noch keinen Zauber, um das wegzumachen. Zack. Huch. Danke. Mann, danke, Fletcher. Ach ja, stimmt. Er verkauft ja hier gezinkte Waren. So, was ist das hier? Müssen wir alles anschießen. Geh weg. Ich will das da verzaubern. Au! Krieg ich mein Geld wieder? Da war der blaue. Der Laden sieht etwas kaputt aus. Ah. Alles lockt. Wie? Was ist denn hier nachher drin? Die ganzen Handwerker hier. Zack. Schüler in Gefahr gerettet. Ja, das passiert auch öfter, dass irgendwo Schüler sozusagen in Gefahr sind. Also sie sind nicht wirklich immer in Gefahr. Der hing jetzt da fest, das ist ja noch verständlich. Ah, hier können wir Cheatcodes eingeben. Und die geben dann ein paar Münzen ab. Auch in jedem Level befindet sich eine von diesen Schülern. Gut. Wir folgen dem Geist. Denn das ist sozusagen unser Navi hier. Ein Navigationswerkzeug. Der falschkopflose Nick. Wir öffnen die Mauer zum tropfenden Kessel. Und hier stehen Gläser rum. Tassen, meine ich. Gläsertassen, Tassengläser, Glastassen, gläserne Tassen. Tassene Gläser. Nee, Tassengläser passt nicht. Zwei haben wir, wo ist Nummer 3? Da. Ein bisschen aufräumen hier, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und wir kriegen einen goldenen Stein und ganz viel Geld. Zack. Goldene Steine. Oh, der dritte schon. Aha. Wo war denn der zweite gerade? Puck. Und da sammeln wir das Geld ein, natürlich. Auch die ganzen Stühle müssen wir natürlich anschießen. Puck. Schön viel Geld. Mache ich jetzt natürlich aber nicht. Was haben wir noch? Was kann ich noch eben zeigen? Das hier haben wir. Hier können wir später in die Level zurück. Das könnten wir jetzt machen. Wir könnten das Level nochmal machen, denn wir haben nur einen Charakter-Tablette, wollte ich gerade sagen. Eine Charakter. Ja. Kachel gefunden. Den Schüler in Gefahr haben wir nicht gerettet. Wir sind nicht wahrer Zauber geworden und wir haben keinen Teil von Hogwarts gefunden. Ist natürlich momentan noch relativ schwach. Deshalb folgen wir erstmal halt weiter der Story. Das werde ich auch machen. Ich werde die Story erst zu Ende spielen und dann erneut in die Level reingehen. Beziehungsweise mich hier in Hogwarts umschauen. Und jetzt sind wir hier auf den Straßen Londons. Ja. Wo natürlich alle möglichen Zeug rumliegt. Und das wir einsammeln können. Telefonzelle. Irgendwelche. Sieht aus wie ein Müller. Könnte ein Müllhammer sein. Könnten einen Müllhammer darstellen. Hier ist ein Müllcontainer. Da tun wir jetzt erstmal den Müll rein. Zack, zack, zack. Huch. Ein Bauarbeiter. Und der liefert uns einen roten Stein. Das ist schön. Unser erster roter Stein, meine lieben Leute. Hier steht dann immer so eine Eule rum, den wir dem roten Stein geben können. Und dieser rote Stein war Gold Brick Detector, also goldener Stein Detektor.
Dann, den könnten wir kaufen und einschalten, um dann zu sehen, wo uns noch goldene Steine fehlen. Das machen wir natürlich noch nicht, denn diese Detektoren braucht man wirklich nur im allerletzten Augenblick, wenn man sie wirklich nicht mehr braucht. Also, der Satz war unnütz. Man braucht sie wirklich nur dann, wenn man den Stein wirklich echt nicht findet.